Meine Freunde, Vega, wieso sie Stürme nach Menschen benennen, ist soweit live at Unreleased Berlin. Ihr kennt mich, Leute. Dieser Song hat mich echt in die Deutschrap-Bubble hineinkatapultiert. Das war wirklich so der Anfang, einer der ersten Videos. Check gerne auch mal meine initiale Reaction dazu. Das war, glaube ich, der emotionalste und gefühlvollste Deutschrap-Song, den ich bis dato gehört habe. Und meiner Meinung nach auch immer noch ist und bleibt. Vega ist für mich auch einer der Goats im Deutschrap für mich, neben Casper, neben ganz, ganz vielen anderen, neben Savage, neben... Es ist wirklich so unfassbar, ne? Aber... Ich sag's, wie es ist, ich liebe diesen Künstler. Es macht mir persönlich so viel Freude, ihn zu hören. Und ja, wenn dir der Content gefällt, dann mach doch gerne ein Abo oder lass mal gerne da. Einmal die Glocke schalten, damit kein Video mehr verpasst. Wir springen rein in die Reaction. Here we go. Macht mal bitte ganz viel Lärm. Ich bin sehr, sehr froh darüber, dass er hier ist. Hier ist für euch Vega! Ja, Mann, das ist by the way auch das erste Mal, dass ich ihn live höre. So. Dankeschön, mein Bruder. Schönen guten Abend, Berlin. Ich hoffe, es geht euch gut. Wow. Auch krasse Audiospur. Ich sehr hier zu sein. Bei diesen Worten, ey, jetzt bin ich doppelt so aufgeregt wie vorher. Okay. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einfach zuhört. Schön hier zu sein. Let's go. Ich wuchs auf bei drei Frauen zwischen Drama mit meinem Vater. Hab Mama früh gefragt, warum... Wie gut ist er live? Warum er niemals da war. Sie hatte Angst. Oh, wie gut ist er einfach live. Und jetzt bin ich gespannt, vor allem auch nicht nur ihn zu hören, aber auch die Reaktion des Publikums zu sehen. Das ist wirklich crazy. Ich wuchs auf bei drei Frauen zwischen Drama mit meinem Vater. Hab Mama früh gefragt, warum er niemals da war. Sie hatte Angst, dass ich nie wieder werd wie damals. Deswegen starte dieses Album beim Psychiater. Denn egal wie hoch ich steige, fühlt sich an, als ob ich unten bin. Wow, Gänsehaut direkt jetzt wirklich safe wieder. Es ist crazy. Ich weiß noch, als ich das zum ersten Mal gehört habe, es hat mich wirklich reinkatapultiert in eine komplette Emotionslage, die ich schon lange nicht mehr gespürt habe davor und dachte mir, oh Gott, was macht das mit mir? Dieses Album beim Psychiater, denn egal wie hoch ich steige, fühlt sich an, als ob ich unten bin. Anfang 21 habe ich drüber nachgedacht, mich. Aber das, woran ich glaube, lässt nicht zu. Ist nicht easy, wenn die Bahn weiß und die Gedanken dunkel sind. Beim Schlimmsten in der Frühlingszeit. Der Baum im Garten schimmert grünlich-weiß. Könnte alles so gemütlich sein. Der Song ist ein Meisterwerk. Also das ganze Album finde ich persönlich ein Meisterwerk. Aber das ist ein Ding, das hörst du, das reiht sich ein, oder? Mit Michael X von Casper, von Es gibt so viele Casper. Es ist, wisst ihr, was ich meine? Für mich persönlich, ihr könnt jetzt vielleicht das andere sagen, aber für mich persönlich, subjektiv, aus meiner Sichtweise, ist der Song wirklich... Eines der Top 10 Meisterwerke im Deutschrap wird es immer für mich persönlich untouchable, wirklich safe. Weil er so eine krasse Stimmung erzeugt, dass jeder, der das hört, und auch gerade in der Live-Atmosphäre, wahrscheinlich so eine knisternde Atmosphäre erzeugt, dass du denkst, ey, du willst gerade vielleicht lachen, losheulen, dich freuen. So, das ist alles in einem Song drin, die komplette Achterbahn der Gefühle. Das ist wirklich, ich liebe sowas. Das ist wirklich, allein dafür, es ist... Mir fehlen auch da wirklich die Worte dafür gerade. Mir fehlen die Worte, weil er hat so viel, also mir persönlich hat er auch sehr geholfen, da über bestimmte Dinge nachzudenken und Emotionen zu verarbeiten. Deswegen ist der Song auch für mich wirklich sehr, sehr close to home. Der Baum im Garten schimmert grünlich-weiß. Könnte alles so gemütlich sein. Doch was ist los, wenn dir in Wirklichkeit nichts übrig bleibt als Druck in der Brust und bleiernde Müdigkeit? Ich musste weit in meine Kindheit zurück. Erinnere mich, wie ich mit 7 fast im Zimmer erstick. Ich denk an Not-OPs. Wusste so gesehen, was ein Herzsprung. Das Einzige, was mich ruhiger atmen lässt, ist die Bergluft. Doch in Mamas Wohnung gibt es keine. Die nächsten Jahre waren sicke Scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes, um was ich nicht mal peilte. Immer dann, wenn ich krank war, dann war ich nicht alleine. Deshalb war ich's oft. Ich hab erst gestern drüber nachgedacht. Es scheint, als ob mein Vater mich verlassen hat. So wie ihr Vater sie verlassen hat. Und dessen Vater ihn verlassen hat. Und krass, auch dieses generationsübergreifende, ne? Dieses, die Traumata, die weitergegeben werden, generationsübergreifend, vielleicht innerhalb der Familie oder es ist... Das ist auch richtig stark gemacht. Also da siehst du auch, dass es wirklich ein Künstler ist, der erstens mal so viel in der Birne hat. Sorry, falls ich das jetzt nur ein bisschen plakativ und provokant vielleicht formuliere. Aber da merkst du auch, dass es einfach ein junger Mensch ist, der sich Gedanken macht, der auch, wie gesagt, die ein oder anderen Schritte weiter denkt, als vor seiner eigenen Haustür zu kehren. Ich finde das wirklich grandios. Es ist unfassbar. Es ist wirklich hier so eine Dichte in den Lyrics. Ich weiß nicht, was ich das sagen soll. Es macht mich wirklich echt krass. Emotional.
weiß oft, ich hab erst gestern drüber nachgedacht. Es scheint, als ob mein Vater mich verlassen hat, so wie ihr Vater sie verlassen hat und dessen Vater ihn verlassen hat. Und ob ich den Kreis durchbreche und der Erste bin, der es anders macht. Damals dachte ich, ich komm nie wieder klar. Die fanden Oma am Boden nach 40 Nitrazepam. Das wiederholte sich mit meiner Ex dann wieder danach. Zwei Frauen, die ich liebte, wollten, dass ihre Herzen nie wieder schlagen. Ist okay, macht weiter so, ist okay. Oh Mann, ey. Denkt ihr, das alles passiert mir halt und ich bleibe so? Jede Zeile aus dieser Zeit ist wie ein kleiner Tod. Vielleicht haben wir deshalb Ganja gepusht. Vielleicht flüchtete ich deshalb in ein Bandenkonstrukt. In dieser Stadt hier weht eine andere Luft. Bevor ihr seht, wer wir wirklich sind, will ich lieber, dass ihr Angst habt vor uns. Ob ich der beste Rapper bin, ist nicht die Frage. Die Frage ist, wie mach ich daraus Bares? Endlich in einem Haus auf den Kanaren mit meiner Frau vor dem Altar oder... Es ist unfassbar, wie krass er so die Stimmung baut, oder? Und wie gut live... Ich kann es nicht fassen, wie gut Vega live ist. Ist Köln verboten. Das ist so crazy. Daraus Bares, endlich in einem Haus auf den Kanaren mit meiner Frau vor dem Altar oder zerleg ich euch und bleib auf der Straße. Ich fühl mich so wie Franzi von allen Sekundapan nicht schwimmern. Weste ist stichsicher, denn ich bin gerade mitten in was drin, Dicker. Vor dem Fenster müssen Stahlgitter sein. Benz vor der Tür bedeutet Hund und Frau ins Schlafzimmer rein. In diesem Jahr sah ich vor alten Brüdern Grablichterschein. Ich seh den Tod dabei, gerate nie in Panik dabei. Ich schwör's euch, der Song motiviert mich gerade, was aus meinem Leben zu machen. Ich höre das und denke mir so, holy moly, come on, level up, bro, level up. Das ist so, manchmal überspringt so der Funke oder springt der Funke über von einem jetzt hier Künstler, der ein Lied präsentiert, der was performt, der aber auch so seine Seele reinlegt und was kommt am anderen Ende des Bildschirms raus. Und ich habe da wirklich massive Motivation, ich habe da Empathie, ich habe aber auch so diese innere Reflexion und dieses intrinsische, okay, come on, let's go, let's go, let's go. Das ist wirklich stark. Und diese Wichser fragen, glaubst du noch an Gott? Bist du wieder aufgeräumt im Kopf? V, du musst mal raus aus deinem Haus. Ein bisschen Sauf, ein bisschen Rotz. Glaub mir, mehr brauchst du nicht. Hier draußen sind wir Boss. Aber ich will keine goldene, keine Einzel, kein glänzenden Benz. Kein Erfolg, die ganze Scheiße könnt ihr Penner verbrennen. Ich leg alles in Schutt und danach wirst du endlich erkennen, wieso sich Stürme nach Menschen benennen. Wow. Dankeschön, Berlin. Jedes Mal wieder. Wow. Krass. Es ist jedes Mal wieder. Dankeschön, Berlin. Wow. Es ist stark. Es ist jedes Mal wieder so ein Ding von, oh, es catcht mich so krass. Was für ein Ausnahmekünstler. Ey, Vega, liebe Klaus, es ist so krass. Oh. Freunde, wenn dir der Content gefällt, gerne mal ein Abo da lassen. Gerne mal noch die andere Vega, beziehungsweise die Initial, wieso sie die Stürme nach Menschen benennen, Reaction euch anschauen. Das ist wirklich sehr, sehr krass, sehr, sehr stark. Liebe Klaus, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euer Andi.